Yo, what is going on, guys? It's me, ET. I'm back again with another video in German. It's been a long time, but now I'm back. Ja, also wie mache ich das jetzt? Sie will doch jetzt meinen Ikea-Stuhl verkaufen. Und da muss ich doch den Hintergrund rausschneiden. Das darf doch niemand wissen, was ich für Poster an der Wand habe. Die ganze Gewaltfilme, das darf doch niemand sehen. Peter, wie mache ich das jetzt? Ich will doch jetzt meinen Hintergrund rausschneiden. Was? Mit einer App? Pixelcut, wo kann ich das denn? Im App Store! Im App Store? Wo ist denn jetzt der App Store? Oh Mann. Peter! Was? Mit einer externen Website! Da kann ich den Hintergrund auch. Safari! Ich kann doch nicht auf Safari. Hä? Wo ist denn das jetzt hier? Oh Mann. Peter, das hier ist doch zu kompliziert, Peter. Ich kann doch kein Photoshop. Peter, das habe ich dir schon immer gesagt. Ich kann doch kein Photoshop. Geht's dir oder deinem Inneren so ähnlich? Willst du auch endlich Schluss machen mit dem Benutzen von externen Apps oder Webseiten, um Hintergründe zu entfernen und Objekte herauszustellen? Dann schau dir jetzt folgendes Tutorial an. Seit iOS 16 gibt's ein Feature, das mich heute Morgen förmlich von den Füßen gepustet hat, als ich rausgefunden habe, wie das geht. Und zwar könnt ihr so ganz leicht ohne externe Apps wie PixelCut oder andere Hintergründe entfernen, Bilder in ein PNG verwandeln und Personen herausstellen oder Objekte herausstellen aus bestimmten Fotos. Wie das geht, zeige ich euch. Und zwar geht ihr einfach in die Fotos-App. Und das habe ich heute Morgen durch Zufall herausgefunden, weil ich einfach länger auf einem Bild geblieben bin. Und zwar war das so, ich habe da drauf geklickt und dann ist das passiert. Es gab diesen Schimmer und dann habe ich das Foto bewegt und habe gemerkt, was passiert hier? Es hat den Hintergrund aus diesem Bild rausgenommen. Und wenn ich jetzt hier loslasse, dann seht ihr, wie sich so ein glänzender Rahmen um das Objekt oder um diese Person, in diesem Falle ich, herum bewegt. Und hier oben kann ich auf Teilen klicken und dann auf Bild sichern. Und wenn wir dann in die Galerie gehen, sehen wir, dass es den kompletten Hintergrund aus diesem Bild herausgeschnitten hat. Und das kann ich jetzt so in andere Dinge einfügen, zum Beispiel in eine Notiz oder vielleicht sogar in andere Fotos. So, wie das zum Beispiel mit diesem IKEA-Sessel funktioniert. Wir klicken lange drauf, lassen los und merken, wie dieses glänzende Band sich um dieses Objekt herum bewegt. Natürlich dann wieder teilen, Bild sichern, zack, wir gehen zurück. Und sehen wunderschön ausgeschnitten, besser als mit jedem anderen Programm, diesen IKEA-Korbsessel. Also das funktioniert wirklich einwandfrei, auch bei dieser Lampe von IKEA. Zack, teilen, einfach länger draufbleiben, teilen klicken, Bild sichern. Zack, wir gehen zurück in die Mediathek und sehen hier wirklich fantastisch ausgeschnitten diese Lampe. Es funktioniert wirklich einwandfrei. Das ist der Wahnsinn und ich denke, die meisten von euch werden diesen Hack noch nicht kennen. Also ganz einfach ohne PixelCut oder andere Apps Bilder und Hintergründe freistellen.